Ja, und damit herzlich willkommen hier in London, Brighton, ein Kopfbahnhof, bei dem ganz gut was los ist. Ich habe schon mal ein bisschen ausprobiert. Und jetzt mit euch zusammen und wir haben hier eine Meldung. The Urgent Construction Platform 2 at Preston Park is closed for passenger service all day. PRP 2 ist Verwaltung gesperrt. Bitte Gleis 1 ausweichen. Das ist das hier. Das, glaube ich, wird uns noch Freude bereiten. Ja, hier der Hauptbahnhof Brighton. Wir haben hier das Lokdepot auch mit der Wartung. Wir haben oben Hove. Wir haben hier eine Kurve, um von da unten nach da oben zu kommen. Haben hier den Anschluss nach Nice und Hayward Heath. Und ja, schauen wir mal, dass wir das hier gut hinbekommen. Schau, wir haben es jetzt 12.11 Uhr. Der nächste Zug ist um 12.16 Uhr, beziehungsweise Washing. Das ist eigentlich nur ein kleines Manöver da. Der will dann von Washing 3 nach Brighton Park 1. Also so. Fährt dann nach S1. Bleibt da erstmal. Und fährt dann wieder auf 1. Fährt dann auf Hove 3 und fährt dann raus. Auf Eastern ECS, Love's Walk, Depot, Warner, irgendwas. Alle klar. Ja, also knapp eine Stunde bin ich mal hier drin gewesen. Am Anfang ist jetzt noch so ruhig wie hier. Aber dann wird man hier so alle paar Minuten wirklich zugeballert mit Zügen aus allen Richtungen. Und wenn ich es jetzt richtig habe, der Zug auf Gleis 1. Nee, das ist nicht. Ich hatte vorher einen Zug, also beim Anspielen, der ist die ganze Zeit hier von den Gleisen nach da gefahren und wieder retour. Ach, warte mal. Ist das vielleicht der? Ah, der ist es. Der macht nichts anderes, als wie hier Pendler spielen, damit wir hier beschäftigt sind. Da kommt doch Freude auf. Gut, ich würde mal sagen, es ist Zeit für Musik. Mal ein bisschen querbeet. Die Playlist heißt Road Trip. Mal gucken, ob die was kann. Lass jetzt mal die Vocals mit drin. Sollte aber hoffentlich nicht allzu störend sein. Haben wir erstmal 3 Minuten Zeit hier für irgendwas. Und da geht's aber im Minutentakt los. 18 nach, 20 nach, 21 nach. Gut, hier mal wieder ein bisschen Pause. Aber Fahrplan. Oh, warte mal. 19 Minuten Verspätung. Was ist denn da los? Achso, das ist der in Washington da oben drin. Moment. 12.16. Ah, nee. 5 Minuten, minus 1 Minute, plus 1, plus 7. Also, keine Daten. 13, 18. Ja, sieht eigentlich ansonsten gut aus. SBB-Style. Oh, da kommt schon was. Ace with Health. Chichester kommt jetzt auch rein. Er möchte auf Gleis 2. Einmal so. Weiter als 12.32 fährt er erst weiter. Okay, dann bleibst du mir da drin. 46.50 kommt rein. Annehmen. Und 46.50 nach Maintenance über 30. Nichts einfacher als wie das. Viel Spaß. Ewart's Health. Das ist jetzt da unten. Der fährt Parkgleis 3 und dann Hove 3. Das ist, der macht die Schleife nach da oben. Hier sollte man die Auto-FS-Signale anmachen. Außer ich will hier extra Fleißarbeit haben. Gut, dann lassen wir den mal hier rein. Gehen wir jetzt aber noch keine weitere Fahrstraße. Ich warte, bis der nochmal in die Nähe kommt. Und dann schickt man da oben auf die 3 und weg zum Nachbar. Da ist da noch einer. Da wird geschrieben in Stellwerksim. Okay, aber das für mich.
Washing 3. Was ist da? Ja, wir fahren erstmal auf die 1 und dann S1. Wir fahren zu 1, S1. So, viel Spaß. Auf Gleis 2. Ja, wobei, nee, da bleibt jetzt erstmal stehen. Ändert die Richtung. Der fährt von... Hä? Auf 2. Ach so, na, bei uns Gleis 2. Ah, ich bin so doof. I am sorry. Sometimes I'm a bit confused. so. Hätten wir das. Gleis 4. Fährst nicht auf die 2. So. Einmal einstellen. Jetzt haben wir hier natürlich eine Rangierfahrt. Du machst dann das nach da. Du sagst ja jetzt schon mal, dass du auf die... Oh, ich kann es dir noch gar nicht sagen. Moment. Gleis 4. Ich muss den hier anklicken. Entschuldigung. Ah, geht immer noch nicht. Der muss erst weg. Noch einer. Gleis 2. ERP 1. Okay. Du fährst dann so. Du fährst dann hier runter. Nee, halt. Falsche Seite. Du fährst da runter. Oh, der hätte ja fast Rechtsverkehr gemacht. Das geht ja gar nicht. Jetzt kommt auch einer von da. Gleis 8. Gleis 8 ist belegt. Wird aber gleich mal wegfahren. Kann ich eigentlich schon mal die Ausfahrt geben. Und die schon mal einstellen auf die 8. So, Kollege, gib Gas mit deiner Rangierfahrt. Wäre ich jetzt schlau gewesen, hätte ich ihn da stehen lassen. Damit der Kollege jetzt da reinfahren kann. Der wird sich jetzt freuen. Das jetzt nicht einfach zurücknehmen. Dass sie alle in Deutschland unterwegs sind. Gleis 1. Okay. Fährst du mal hier noch rauf und dann auf die 3 und weg. Zug weniger. 10, 8, 22. Wo ist denn meine Liste? Da. Stimmt, der fährt nach oben. knappe Sache. So, dann wird der erstmal hier reinfahren. Und dann schickt man den nach oben. Ich glaube, den Teil da oben gibt es gar nicht in TS Classic. Also das hier, ja. Wird es oben nicht, glaube ich. Müsste ich mal nachschauen. Aber an sich ein schöner Bahnhof. Und gib Schmackes. Oh, Gleis 8 ist auch am Wegfahren. Sehr gut. Den könnte man eigentlich vorzeitig wegschicken. Warum eigentlich auch nicht? Zug weniger. Weißt du, man sieht die ganze andere Batterie hier weg. Na toll, jetzt ist er hier unten da.
Ach, der will da auch noch warten. Sag einmal, bist du des Wahnsinns? Vorzeitige Abfahrt. War weg da. Nicht da auf die Zeiten warten. Ja, der Zug von oben kommt. Ah, vielleicht haben wir jetzt eine kleine Verspätung. So ganz dezent. Du fährst übrigens auf die 1. Ja, schon drüber, sehr gut. Da ist die Fahrstraße. So, jetzt kann ich mal den hier machen. Er fährt da auf die 3 dann hier und dann auch weg. Das ist nicht mehr unser Problem. Du fährst dann nach hier hin, bitte. Nein, 12, 19. Das ist 22. Tut mir sorry. Darf's gleich fahren. Hof 1. Auf Gleis 1. Drei Minuten noch. Ah, wenn der Pendler ein bisschen zu spät ist, glaube ich, ist nicht so schlimm. Okay. Wir müssen mal schauen, wo der jetzt gleich hin will. Ich muss mir den Zug nochmal kurz anschauen. Er kann jetzt nach oben fahren, sehr gut. Ja, dann machen wir hier gerade nochmal die Wiederholung nach da. Ah, es kommt von da oben schon wieder was. So, 92023. 92023. Ich will auf Gleis 6. Okay, das heißt, du fährst hier rein und fährst nach da. Und Gleis 6, so wie es der Zufall gerade so will, ist. Entschuldigung. Ja, ist frei. Der will noch. Planchard yourself. Washing 1. Ja, war einfach rein da. Viel Spaß. Nach 22 doppelt kontrollieren, ja, das passt. Ansonsten 28 und 28. So, 28 ist da oben. Cleaning Interior. Dann auf die 45. Okay. Dann Washing 3. Ja, warten wir mal, bis der hier fertig ist. Das hat ja null Priorität da oben. Güdere, Hofgleis 1. Auf Gleis 1 bei mir. Wollen wir mal einstellen hier. Gleis 2 fährt um 32 ab. Holt sich ausgehen. Oder? Wann bist du bei mir? 31. Er fährt 32. Knapp die Sache. So, Kollege da unten in Hessex.
Warte mal, Hof 1. Also ja. Ja. Der wird es nicht schaffen. Also pünktlich nicht schaffen. Was, dann nehme ich das mal hier zurück. Mal Gleis 2. Fährt nach 3. Ja, du wirst zuerst fahren. Einmal so und einmal so. Und dann kannst du auf die 1 fahren. Plan stand via Brighton Station. Gleis 72. Wir sind 72. Also der möchte über 72. Weil der muss noch 46,50. Schaut wie Brighton Station. Ja, irgendwie kann ich mir gerade 72 nicht angucken. Gibt's doch nicht. Wo ist. Ach, da ist 72. Alter, was? Okay, deswegen über die Station. Das heißt. Du musst hier reinfahren und fahrt dann hier auf die 72 rein. Und dann bleibt er da, wisst. 22 Uhr. Okay. Ja, dann. Fahr du doch mal lang. Der 92023 möchte auf die 6. Moment, das habe ich hier falsch gemacht. Kannst du das mal bitte löschen? So. 28 R45. Bitte schön. Er ist glücklich. 42 noch Maintenance. Was kommt jetzt da von Maintenance raus? Auf 40. Ja, jetzt ist voll hier oben. Okay, der fährt auf die 40, fährt dann auf die 2. Ach, da ist es ein empty stock move. Okay. Dann warten wir, bis hier frei ist und dann können wir den auch wegschicken. Ach stimmt, der war der S1, ne? Könnte man eigentlich schon mal vorzeitig wegschicken. PHP S1. Vorzeitige Abfahrt. Er ist ja noch da. Und dann Hof 3. Ich bin ein Fan davon, wenn hier nicht alles so voll ist. Aber den werde ich jetzt gleich nochmal sagen müssen, dass er weiterfahren soll. Sonst bleibt er hier auf der 1 wieder stehen. Ja, ja, schickt's noch alles rein. Kannst du jetzt, glaube ich, schon mal auf die 40 hier runter? Gleis 1. Hä? Oh, jetzt weiß ich. Warte mal, Gleis 2. Fährt um 32 ab. Ja, da wartest du jetzt noch einen Moment. Ah, ist eine Minute, ne? Na, der wartet einen Moment. So, Fahrzeuge Abfahrt. Dankeschön.
Ah, wie solche Musik liebe. 42 auf Maintenance. Ja, muss warten. Oh, scheiße, gleich 7 mit Abfahrt. Entschuldigung. 31, ja gut, 30 Sekunden. Gleis 2 nach Chichester. Du hast Ausfahrt. Und das nächste ist Gleis 3. Nach da unten. Okay. Läuft. Oh, was ist mit dir? Achso. Alle gut. Weißt du was, wir können den anderen jetzt gerade mal schon vorschicken. Und tschüss. Und dann kommst du. Nächste von Lee ist, der will als 7. Kriegen wir hin hier. Unser Partybude. Ach shit, das ist doch ein Schild-Ding da, ne? 5, 1, 4, wo bist du? Ja. Dann fährst du hier mal geradeaus rein. Wo ist denn der? 50. Ach, das ist der Typ. Alter. Soll man nicht stressen da im Depot? So, der hier. Na. Mach den anderen mit Hof 3. Ohne Halt, okay. Das ist eh schon, das sollte einfach durchpfeifen. Ah, er gibt auch schon Punkteabzug, dass ich den vor dem fahrplanmäßigen Zug hier rausgeschickt habe. So, Gleis 6. Noch Hayward's Health. Ah, gleich. So, du fährst einmal nach da und dann nach unten. 10, 1, 2, 9. Muss bei dir noch was anpassen. Wo ist der Zug? Da. Das wird die 1 bei dir. Was haben wir bei dir? So, der wird auf die 3. Okay. Der fährt auch weiter. Gut, 42 nach Maintenance. Das können wir jetzt machen. So, war da rein. Machen wir bei dir gerade mal den Move hier. 5A. Nach da, nach 72. Das müsste der hier sein, ne? Na. Shit, welcher war denn das jetzt? 5A, ist der 92028. 92028. Kannst du bitte deine Richtung dauerhaft ändern? Dankeschön. Nee, scheiße, warte mal. 920. Ach, shit.
das war falsch. Ich hab den auf Gleis 5 gebraucht. Das war da 514. Alter, wieder Chaos hier. 514, 514, wo bist du? Ach, diese Nummerierung hier. Ist der Zug? Ach, da. So. 514, dauerhaft ändern. Danke. Oh, weißt du was? Nee, ich mach den Fehler jetzt nicht. Fürs Auflösen Gleis 6. Du musst jetzt hier mal weg. Die Fahr ab. So, nach Abfahrt 45, nach Washing 3. Geht gerade noch nicht. Ja, vielleicht reicht's schon. Ja, es reicht schon. Gleis 40 will dann auch mal weiterfahren. Ja, da wartet hier noch. So, Gleis 1 fährt nach Hof 1. Machen wir das auch. Ist eingestellt. ...12354, lass mal als nächstes rein. Auf Gleis 3. Stellen wir das mal ein. Moment mal, kann ich das anders machen? Ich will mal kurz SP löschen. Kann ich dir die Gleis 3 sagen? Nee. Muss das so machen und dann zö. Ja, geil, der nächste. Auf Gleis 2. Und will dann auf die 1. Warte mal, 12.39, Gleis 1. Der kommt später. Warten wir noch. Gleis 40. Achso, das ist der Typ da. Gleis 6 ist jetzt am Wegfahren. Der B2, der fährt eigentlich durch, weißt du was? Fahr mal. Und dann kommst du. Schlimm hier, was ich da fabriziere. Ah, der Zug da unten und der da. Jetzt habe ich da die Zugnummern von denen nicht. Da kommt das nächstes. Elma. Zeig mir deine Zugnummer. Ist der hier, Gleis 7. Einfahrt. 91921. Wo ist der? Gleis 5. Okay. Oh, Gleis 5. Da ist mein Rangierzug drin. Ah, geil. Junge, komm, gib Gas. Gleis 8 nach Leaves. Stell mal dich schon mal ein. Wird eine leichte Verspätung haben. So, Hof 2. Ah, shit. Abfahrt, Hof 2 nach Gleis 1. So, Gleis 1. Viel Spaß. Und jetzt 21.430, glaube ich, war ja auf die 3. Oder? Ne, Moment. 21.430 will noch. Ah, doch, noch auf die 1. Entschuldigung.
Gut. Ja, sehr gut. Das geht sich aus da. 92028. Du bist auf der 1. Du musst jetzt hier mal schnell weg. War bitte noch da. Und zwar zackig. Gleis 10. Wo ist denn Gleis 10? Hä? Gleis 10, Gleis 10. Ach, das ist da. Okay. Gleis 10, 46, 50. Gleis 10, vorzeitige Abfahrt. Gut. Was ist mit dem Zug da? Warum braucht er so ein halbes Jahrhundert, bis der da reinfährt? Ist hier so ein uralt Kiebel, der da mit 10 km/h durch die Gegend fährt? Ja, jetzt kommen dann die ganzen Washing-Moves da oben. Okay. 91921. Wo ist der in meiner Liste? Ah ja. Gleis 5. Ich möchte auf die 4. So, neu einstellen auf die 4 dann. Hey, er hat's geschafft. Er fährt bei 7 ein. Sorry, Kollege auf der 8. Wird jetzt kleine Verspätung hier. So, Washing 2 braucht noch einen Moment. 13.08 Uhr. Ja, da habe ich ja Zeit. Gleis 3. Okay. Hier kann ich eigentlich schon mal den hier machen. 48 in 4 Minuten. Oh, da kommt der nächste. Einfahrt auf Gleis 2. Bleibt eine Minute und fahrt weiter auf Gleis 2. Alles klar. Nächste hier die Nummer 2. Soll ich den für die 3 schon mal machen? Schaden, glaube ich, wird es nicht, ne? Ja, komm. Dann hast du schon mal die Fahrt hier nach draußen. So, stimmt. Ach, wobei, der muss jetzt hier auf die 4 fahren. Das wird sich nicht ausgehen. Lass mal erst den anderen Zug einfahren. Und der nächste von da unten, 10725. Auf Gleis 8. Kann ich eigentlich schon mal einstellen. Will sonst gerade eh keiner andere hin. Hey, hab ich nicht für den 118er eingestellt gehabt? Machen wir es halt nochmal. Ah, 92025. Wo ist der? 92025 auf Gleis 6. So, stell auch das schon mal ein.
Ja, es wird nicht langweilig hier in Brighton. So, dann möchte dann noch Gleis 3 abfahren. Gleis 3, fahren wir noch da. Das nächste ist 1:50 noch. Kann ich eigentlich auch schon mal machen. Von unten kommt keiner. Viel Spaß. So, der Kollege da. Wollen wir uns gleich mal die Nummer angucken. Schauen wir, der dann hin will. Eventuell fährt er ja nach oben. Man weiß es nicht. Oh, jetzt kommt da der Nächste. Oh, der fährt die Schleife. Auf Gleis 2. Und dann fahren wir hier nach unten. So, 91,923 müsste er, der hier. Ich möchte auf Gleis 5. Gleis 5 steht bei mir was. Aber Gleis 5 möchte gerade abfahren. Eigentlich vor Gleis 3. Na, jetzt fährt zuerst Gleis 3 ab. Und dann haben wir sowieso noch eine Abfahrt hier. Das heißt, du kommst dann auch nochmal hier rein. Kuschelig hier. Gleis 3 vorab. Dankeschön. Einmal so, einmal so. Ich will mir gerade den zweiten nur einfahren lassen. Weil er hier sowieso erstmal nicht wegfahren kann, solange er da auf dem Block drin ist. Sehr gut. 1:25 kontrollieren. Gleis 6, ja, passt. Gleis 1, Ausfahrt steht. Hof 2, Ausfahrt steht. Gleis 7. Ich kann gerade nicht nach Lewes fahren. 12:50, ja, weißt was. Auflösen. Gleis 7, Ausfahrt. Und dann wieder auf die 8 programmieren. Sehr gut. Dürfte jetzt eh nicht gemerkt haben vom Signal her. Und unser Gleis 5. Kann ich schon mal voreinstellen. Ja, also wirklich einen Ruhemoment hat mein Brighton eigentlich nicht. Ständig will was irgendwo hinfahren hier. Plus 20, plus 12, plus 12, plus 7, plus 6. I am sorry. Nee, nee, nee. Okay, Ausfahrt kommt für den Kollegen. Nächste von Lewes. Ach man. Lewes. Lewes. Bin mir nicht sicher. Was sag ich mit Hof 2? Soll ich nicht mal wegfahren da oben? Hof 1 will dann auch ein paar Minuten fahren. Er ist weg. Sehr gut.
So, 91923. Ich will eigentlich auf Gleis 5. Du kannst auch auf Gleis 5, sobald der weg ist. So, Ausfahrt, er kann dann einfahren. Läuft. Den 91,39 sagen wir mal, dass er ein anderes Gleis hat. Der hier. Der muss auf die 1. Warte mal, 10,363. Hier ist es übrigens auch die 1. Ja, geh sehen. Aber das hat er jetzt vermutlich schon gesehen. Aber dann 930, der hat eine Verspätung von 12 Minuten. Oder 10831. Wo ist er denn? Er ist pünktlich. Ja, dann werde ich den zuerst da reinfahren lassen. Das heißt, wir machen hier den da. Und den da. Und anschließend den da. Noch den da. Pünktlich hat Vorfahrt. Ja, wäre schon praktisch, wenn Gleis 2 natürlich da mit funktional wäre. Aber ganz so schlimm ist es nicht. Wäre es halt wie ein zweigleisiger Bahnhof. Sonst noch irgendetwas. 56 auf Gleis 1. Könnte man eigentlich auch schon mal einstellen. Gleis 2 fährt wann weg? 13:02 Uhr. Und wir sind auf Gleis um 13:01 Uhr. Das müsste sich eigentlich ausgehen. Weißt du, auf Gleis 1 raus, Gleis 2 sagt dann wieder Tschüss. Du verlässt uns. Mal bis da oben hineinstellen. Irgendwie sind in England nicht so viele Leute unterwegs. Ich bin der Einzige momentan. Schlimmer Linksverkehr. Okay, Gleis 6 um 8:50 Uhr. Habe ich auf dem Schirm. Gleis 8 möchte abfahren um 1 nach. Ich kann da nicht mehr Gleiswechsel machen. Jetzt mal vorbeifahren. Schade. Der wird jetzt noch ein bisschen mehr Verspätung kassieren, weil er hier erstmal warten tut. Ich kann hier schon mal einstellen, dass du dann gerade mit dir weiterfährst. Natürlich auch für den ein bisschen doof. Na komm, wir stellen das mal hier schon mal ein. Ja, am liebsten würde ich ihm sagen, fahr mal ein bisschen Entschuldigung, früher ab. Und dann brauchen die Leute nicht zum Einsteigen.
Plus 13, plus 3, plus 7. Naja. Das nächste ist dann Gleis 8 dran. Mit Leaves, aber da kommt erstmal was aus der Richtung. Das müsste der hier sein. Oder? Nein, Moment, das ist der falsche. Ich warte mal ganz kurz, bis er hier ein bisschen weitergefahren ist. Was ist das? 2734. Nein, 2734 steht schon da. Yeah, finally. Er ist weitergefahren. Ja, 13 um 8 nach. Um eine Washing-Aktion hier wieder. Da steht eigentlich noch recht lange hier oben rum. Im Depot. Ja, der ist ja super in der Zeit da. Der für Gleis 1. Sehr gut. Wenn mir das nach Plan läuft. Und bei Gleis 6a, du fährst dann auch hier hin. Und da wieder raus. Eigentlich könnte ich mir stumpf hier einen Wiederholer machen. In dem Part. Außer also für die paar Ausnahmen, wo halt hier hinten mal kurz was reinfahrt. Warum eigentlich auch nicht, ne? Ich mach das mal. Einmal von da. Noch da. Und da. Noch da. Dann hätten wir das automatisiert. Dann muss ich den nur da hinschicken. Kann eh nicht anders fahren. Sechs ist auch schon weg. 20331 Gleis 8. Nee, weißt du was? Ich lass Gleis 8 zuerst ausfahren. Hallo? Geh hin bitte. 20331. Er möchte auf die 7. Ja, da wirst du jetzt leider mal kurz warten. Es braucht mir hier zu lang, bis die da reinfahren. Ja, auch wenn es ein bisschen Staupotenzial jetzt hat hier hinten. Ja, da kommen wieder die nächsten zwei von da unten. Brauche ich dann einmal die Nummern. Ich weiß übrigens. Auf die 1, auch bei dir. Falma, wo ist denn Falma? Ach, da hinten, okay. Show me your number, please. Ich möchte wissen, ob ich dich nach oben schicken muss oder nicht. Wo ist er denn? 10120. Ach, da. Gleis 3. Okay. Das heißt, wir fahren da lang. Ja, also so als grundlegendes Fazit. Biken macht Spaß. Hast aber nicht sehr viel Zeit zum Verschnaufen. Also da ist ständig irgendwie was zu tun. Ein bisschen wiederholen natürlich. Ich meine, das sind so die ganzen Sprinter, die hier rumfahren. Und das natürlich im engen Takt. Ich glaube, richtig knackig wird's, wenn du da richtig fette Verspätung hier drin hast. Dann glaube ich, hast du Spaß da am Kopfbahnhof. Aber ansonsten, ja, doch.
gebt einen Daumen nach oben. Also, mal schauen, was wir dann als nächstes. Ich würde vielleicht gerne mal London machen. Andererseits, im letzten Video habe ich ja nach Stellwerken gefragt. Mal gucken, was ich dann noch als Input habe. Ich möchte nicht so ultraschwere Sachen machen. Aber sowas in der Größenordnung, vielleicht ein bisschen größer. Dies macht mir zumindest Laune. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ein kleiner Besuch hier in Brighton. Ich glaube, ich spiele noch ein bisschen für mich. Und dann sehen wir uns zum nächsten Abenteuer hier in Stellwerk 7. Bis dahin, gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.